Rush Hour. Mexiko, Megacity. Gleich wird es eng. Körperkontakt garantiert. Der Stuhl ist frei, aber der ist nur für Männer. Wollen Sie Platz nehmen? Warum gibt es in der U-Bahn von Mexico City einen Penisstuhl? Der Penisstuhl für Männer hat was mit Frauen zu tun. 9 von 10 Frauen der Hauptstadt sagen, sie wurden im Nahverkehr sexuell belästigt, die Enge ausgenutzt. Ja, ich werde begrapscht. Sie pressen ihr Ding an dich oder starren. Es ist sehr unangenehm. Ich stoße sie dann weg oder beschimpfe sie. Ja, ich kenne Männer, die sind sogar stolz darauf, das zu machen. Freunde von mir. Und dann tauchen diese Bilder auf. Hier müssen sich Männer einfühlen. Und wo ist jetzt dieser Penisstuhl? Keine Ahnung. Die Lösung ist hier, in dieser Werbeagentur. Hola. Im Auftrag der Stadt haben sie ihn geschaffen, den heißen Stuhl. In der Bahn hat es ihn nur für den Clip gegeben. Im Internet sollte er aufrütteln. Ich wollte zeigen, wie unwohl sich Frauen fühlen. Das ist die Message. Männer sollen sich auch mal unwohl fühlen. Denn für Frauen ist die Bahnfahrt einfach die Hölle. Mal Probesitzen. Das fühlt sich... Okay, ja, da ist was. Gut spürbar. Viele Männer sollten hier ruhig mal Platz nehmen. Das Video ist ein viraler Hit, weltweit 50 Millionen Klicks. Hat wohl einen Nerv getroffen. Ich finde das Video sehr provozierend, sehr gut. Damit können die Männer mal sehen, wie sich eine Frau fühlt, wenn sie so behandelt wird. Ich finde es schon heftig, aber irgendwie müssen wir die Menschen schon aufrütteln. Und der nächste Coup ist schon geplant. Männern auf den Po schauen. Rollentausch. Provokante Kampagnen mit ernsthaftem Hintergrund. Nicht nur für die Frauen in Mexico City.